glotzte mich an, wandte sich ab, erweckte Interesse, wie's ne andere nicht kann. Hansi zwinkerte mir zu, lächelte mich an, tätschelte mein Arm, sagt, sie hätte ewig lang keinen sympathischeren Menschen getroffen als mich und eben als ich. Vielleicht lag es am Licht, vielleicht lag es am Drink, an dem ich plötzlich nippte. Verdacht zu schöpfen, begann die Stimmung kippte. Hatte sie weniger an, lag in mein Arm, kannte meinen Namen, alles weitere kann ich auch geträumt haben. Ich hab einfach keinen Plan mehr, keinen Plan, wo ich bin und was da an meinem Arm hält. Lebt seit Tagen in Angst wegen der seltsamen Menschen, die mich umgeben. Sie meinen, dass die weltbesten Ärzte keine Erklärung haben und ich eigentlich tot bin. Blöd ist nur, ich weiß nicht, ob ein einziges Wort stimmt. Sie ist immer da, nicht zu greifen, wieder mal weit weg in meine Angst. Lieber mal ich mir mein Leben ausgeschlafen. Wir waren auf dem Weg zu ihr, als das Auto stoppte. Ziemlich abrupt, dein Kopf anklopfte. Dein Kopf an Kopf, ein Bock auf noch mehr Alkohol. Ein Gefühl, als wenn ein Loch im Kopf wäre. Jetzt stimmen Licht, nein, schlimmer Lichter, ob da mehr im Spiel war oder ich schlicht nur dicht war. Sie war ein Blick, fang dichter an der Realität als jede Wunschvorstellung. Und wäre da nicht der unüberwindbare augenscheinliche Kontakt gewesen, wär ich ausgestiegen, weggerannt, gut beim Hefen. Doch sie war wunderschön, kunterbunt, im Nachhinein seltsam, schöner, runder Mund. Und die Unterkunft im Keller, tief im Untergrund, die Gewölbe rund, blau und tiefer, grüner Grund. Sie wollte mich verführen, schnallte mich am Tisch an. Ich muss schlafen, Herr Doktor, ich erinnere mich nicht dran. Sie ist immer da, nicht zu greifen, wieder mal weit weg in meine Angst. Lieber mal ich mir mein Leben ausgeschlafen. Sie sagte, sie wäre gern mit mir zusammen. Ich sagte, ich wäre dicht. Und fahren kann ich eigentlich auch nicht. Dachte, die Geschichte hat sich. Sie hatte andere Absichten, teilte ihre Ansicht mit der Absicht, dich nicht Druck machen wollen. 2 Minuten später lagen wir gemeinsam dort. Rap sei cool, dass Indie-Pop erst recht verrückt wäre. Wirkte interessant, plus die Mini-Rock verdeckte Hüfte, die oberweite Beine, keine Ausnahme. Auch hatte sie schön gebräunte, feine Hautfarbe. Ein schönes Messer, sie steht wohl leicht auf Sadomaso. Ich lieg im Krankenhaus, bin bein- und armlos. Sie ist immer da, nicht zu greifen, wieder mal weit weg in meine Angst. Lieber mal ich mir mein Leben ausgeschlafen, hab wieder wach. Sie ist immer da, nicht zu greifen, wieder mal weit weg in meine Angst. Lieber mal ich mir mein Leben ausgeschlafen.